So, herzlich willkommen zur Vorlesung Programmiermethodik im Wintersemester 2017-2018. Heute ist die erste Vorlesung. Ich glaube, mit den meisten von euch hatten ich schon das Vergnügen in Einführung in die Programmierung. Wer war da? Ja, okay. Das heißt, ihr kennt mich schon so ein bisschen. Und ihr wart der Jahrgang, wo das mit Eclipse so schief gegangen ist. Da habe ich Eclipse relativ früh eingeführt und so in der fünften Woche so ungefähr den halben Kurs abgehängt. Offensichtlich ist seid ihr die andere Hälfte des Kurses, die damit klargekommen ist. Das heißt, wir können euch weiter herausfordern, weil ihr euch ja schon mit schwierigen Situationen bewährt habt. Das ist toll. Ihr habt prinzipiell im Rahmen der praktischen Programmierausbildung im ersten Semester Einführung in die Programmierung gehört und habe da so Java und die Grundsätze kennengelernt im Großen und Ganzen. Dann kommt aus meiner Sicht darauf aufbauend Algorithmen und Datenstrukturen. Na, und da habt ihr sortieren gelernt. Na, wer kann mehr als fünf IoT-Algorithmen? Dann habt ihr verkettete Listen kennengelernt, höhenbalancierte Bäume, Hash-Tabellen, diesen ganzen Kram. Ne? Damit sind so die grundlegenden Fertigkeiten alle da, die ich brauche, um jetzt in diesem Semester praktische Probleme anzugehen. Das heißt, wir werden jetzt versuchen zu sagen, wenn ich jetzt mal so ein Problem habe, das mehr oder weniger real world ist, wie schreibe ich denn dafür das Programm? Wie gehe ich da methodisch vor? Deswegen nennt sich das hier Programmiermethodik. Ein Kernbaustein dabei wird Modellierung sein. Da sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Das heißt, die Organisation meiner Daten im Hauptspeicher meines Programms. Wie baue ich meine Daten auf? Nehme ich da eine Hash-Tabelle? Nehme ich da einen Baum? Nehme ich da eine Liste? Mache ich das überhaupt so? Für was nehme ich was für eine Darstellung? Wenn ich einen Graph habe, wie modelliere ich den? Wie baue ich den? Das sind entscheidende Fragen, die in dieser Vorlesung behandelt werden. Wir werden dafür objektorientierte Modellierung verwenden. Das heißt, wir werden ganz viel mit Objekten machen. Mein Ziel ist, euch glaubhaft zu machen, dass das eine gute Idee ist. Ja. Wir werden mit Modellen, ja, mit den Objektmodellen relativ viel arbeiten und werden insbesondere lernen, dass wenn man das Objektmodell geschickt macht, die Programmierung der algorithmischen Teile des Verhaltens eines Programms vergleichsweise leicht werden wird. Und wenn man das Modell irgendwie ungeschickt macht, dann kann man sich da ganz schön die Finger dran brechen. Und eine zentrale Erkenntnis, die ihr hoffentlich am Ende des Semesters alles mitnehmt, ist, dass man durch eine geschickte Modellwahl, eine geschickte Art, seine Daten zu organisieren, das Programmierleben relativ leicht machen kann. Okay, jetzt bin ich schon relativ tief drin. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier lernen? Wer seid ihr? Weiß ich ungefähr. Ihr seid eben zum großen Teil der Jahrgang, der bei mir Einführung in Programmierung gehört habt. Was wollt ihr hier lernen? Ist nicht so, dass ihr eine große Wahl hättet. Es gibt aber so ein paar Punkte, die jedes Jahr irgendwie mal nochmal so ein bisschen angesprochen werden und die jetzt hier eben noch dazukommen. Machen wir Git mit den Hausaufgaben? Ja. Das heißt, wir werden in dieser Vorlesung zur Organisation der Hauptaufgaben und Abgabe und Korrekturen Git verwenden. Das ist ein sogenanntes Source Code Repository oder Source Code Verwaltungssystem oder Managementsystem, das relativ kompliziert zu benutzen ist und seinen richtigen Mehrwert eigentlich erst entwickelt, wenn wir nächstes Semester in Software Engineering 1 im Team mit mehreren Leuten an der gleichen Software arbeiten. Dann muss man sich irgendwie koordinieren und den Austausch der Quelltexte untereinander und der
Übergabe von Änderungen, die man gemacht hat, irgendwie machen. Das geht super gut mit Git. Und die Idee war, dass wir diese Vorlesung das schon für die Hausaufgaben verwenden, damit ihr so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wie man damit umgeht und das schon mal so ein bisschen kennenlernt. Git verwaltet Versionen von Dateien, das heißt, jede Version, die man da hochlädt, jeden Stand der Software, den man da hat, kann man später wieder reproduzieren, wiederherstellen, bis zum Anbeginn der Zeit. Das heißt, alle Dinge, Zustände, die man in der Software jeweils hatte, kann man wiederherstellen. Und das ist eine extrem hilfreiche Geschichte, wenn man feststellt, da hat irgendwas kaputt repariert, dann kann man sich einfach den alten Zustand wiederholen. Das sind solche Mechanismen. Es gibt auch Änderungsmanagementverfahren, die Mikado-Methode, die direkt darauf aufbaut, dass man erstmal versucht, irgendwie zum Beispiel bei einer Methode einen Parameter dazu zu machen und dann feststellt, oh, wo brennt es denn jetzt alle? Na, wie viele kaputte Stellen habe ich? Dann macht man ein Undo, geht zu dem alten Stand zurück, hat sich die Liste der anwendenden Stellen gemerkt, arbeitet die alle ab, macht die neue Methode, macht die ganzen Umbauten und hat auf dem Weg relativ elegant diese Änderung durchgeführt. Es gibt noch ein paar andere Tricks, wie man das machen kann. Versuchen, einen Teil davon hier herzustellen. Wir werden die als Werkzeug hier im Wesentlichen in Eclipse einsetzen. Wer kennt das? Wer kann damit leben? Na? Wer möchte, kann auch irgendwie was anderes nehmen. IntelliJ wird in den letzten Jahren immer mehr populär. Die Jungs hier, die die Hausaufgaben machen, das ist Lennart und Christoph, die bauen den Übungsbetrieb. Wink doch mal so in die Massen. Die legen das fest. Das ist an dieser Stelle noch wert. So, ich war noch ein paar Punkte, was wir noch kennenlernen. Also ich habe gesagt, Modellierung, Lösen, methodisches Lösen von algorithmischen Problemen anhand von einem schönen Datenmodell. Git. Ein dritter Aspekt, den wir hier auch machen werden, ist Graphical User Interface Programmierung. Einfach weil es in sonst keiner Vorlesung gut reinpasst. Na, also es passt nicht gut zu Betriebssystemen, es passt nicht gut zu Algorithmen und Datenstrukturen. Wer kennt Java FX? Habt ihr das in einer anderen Vorlesung schon gehabt? Da brauche ich es nicht mehr machen. Ich fürchte, nein. Mit dem Teil werden wir uns beschäftigen. Das ist ein bisschen fizzelig. Also GUI-Programmierung ist, naja, es ist irgendwie viel, viele Buchstaben, viel, viel, viel Schreiben. Und anschließend meckert der Kunde rum, dass die Farbe nicht ordentlich ist. Ne? Oder dass ich irgendwie, die meckern immer. Ne? Am Graphical User Interface wird immer rumgemeckert, weil das ist das, was der Kunde sieht. Und da sind die immer am ersten drauf rum am Picken. Nee, der Knopf ist zu weit links, der ist zu klein, der ist zu groß und der ist irgendwie hochkant oder irgendwas ist mit dem Ding falsch. Ne? Und da muss man auch lernen, mit umzugehen. Okay, noch ein paar Formalita. Die Vorlesung ist von dienstags, hier steht 12 Uhr angesetzt. Heute haben wir ein bisschen später angefangen. Ihr könnt euch das wünschen. Wer ist für 12:15 Uhr? Hey, das war einfach. Wir könnten vorher essen. Doch, wir schaffen das noch mit der Mensa. Es gibt dienstags hier immer die Vorlesung, es gibt freitags die Poolübung unten im ZIP-Pool unter der Mensa, wo die ganzen Rechner stehen. Das geht so ab 14 Uhr sein, hier steht bis 17 Uhr. Die Idee ist, dass da immer die Hausaufgaben vorgestellt werden und die Idee ist weiter, dass ihr sie direkt da macht. Na? Das heißt, geht dahin, macht direkt da die Hausaufgaben. Wir stellen Betreuer, die helfen. Wenn es Probleme gibt und Fragen gibt, dann könnt ihr da so eine Terminalbetreuung bekommen und sagen, hier, ich verstehe nicht, was soll ich da jetzt machen oder hier, warum kompiliert das Ding nicht oder warum funktioniert das nicht? Die setzen euch ein bisschen dazu und helfen euch und geben euch Tipps. Und die Idee ist, dass ihr am Ende der Übung Freitagabend nach Hause geht und habt die Hausaufgabe fertig. Na? So grob. Man kann die auch in Ruhe zu Hause machen. Dann ist es immer blöd, wenn man da irgendwie eine Stunde vor Abgabe sitzen will, die Hausaufgabe machen und versteht den Aufgabentext nicht. Na, das passiert relativ oft. Also diese Tsunami-Nummer, dass es dann so gegen Ende plötzlich einem über einem zusammenschlägt, das ist doof. Und deswegen ist es immer cooler, wenn man das mit mehreren Leuten zusammen macht. Andererseits, na, wenn man ein bisschen Hilfe hat, will ich eigentlich sagen.
Wir versuchen hier in dieser Vorlesung nochmal praktische Programmierfertigkeiten zu erwerben und Modellierungsfähigkeiten zu erwerben. Das ist eigentlich ganz leicht. Na, also die Grundidee ist, Programmieren ist sehr simpel und macht auch sehr viel Spaß. Man muss ein bisschen ordentlich arbeiten, aber es ist halt immer so. Und es ist eine praktische Fertigkeit, die man durch Üben erwirbt. Das ist nicht so sehr eine intellektuelle, konstruktivistische Herausforderung, sondern das ist etwas, was man einfach übt. Und wenn man das öfter macht, dann klappt das. Also das tausendste Programm, das man schreibt, geht dann schon ganz einfach. Ne? Und die ersten 100, die fallen einem noch so ein bisschen schwer. Und das ist so ein bisschen wie, ja, hobeln. Ne? Also mit so einem Hobel, da kriegst du die ersten 100 Hübe, ist das Ding kreuz schief, fällt dir runter, tust dir weh, schneidest dir den Finger und also was. So ab so 1000 Hübe fängt man an und zieht gerade Linien. Ne? Also 1000 Mal machen, schon geht es. Und genau das Gleiche ist bei Programmieren. Das ist reine Fingerfertigkeit, die man übt, indem man es oft tut. Weswegen man im Umkehrschluss das nicht dadurch lernt, dass man irgendwie dabei sitzt, wenn ein anderer das tut. Na, also zugucken, dadurch lernt man nicht hobeln. Man muss das selber machen. Weswegen ihr eure Hausaufgaben alle selber machen sollt, und nicht paarweise abgibt. Das heißt, jeder gibt eine einzelne Übung ab, die er selbst gemacht hat. Wir finden das relativ unlustig, wenn ihr die abschreibt. Na? Wir benutzen manchmal, wenn wir das dumpfe Gefühl haben, hier klappt irgendwas nicht, eine Plagiatserkennung und sind dann auch sehr unentspannt, wenn die zuschlägt und sagt, das ist abgeschrieben. Ja? Die Idee ist, selber hobeln, sonst lernt man es nicht. Das ist der Punkt dahinter, der relativ wichtig ist. Dementsprechend sind die Pflichtübungsaufgaben korrigiert und bepunktet. Da gibt es ein super kompliziertes System. Davon lasse ich mal die Finger, das erklären Lennart und Christoph in den Übungen, wie genau das funktioniert. Und man muss also eigentlich alle Hausaufgaben fast vollständig richtig haben, damit man zur Klausur überhaupt zugelassen wird. Das Gute ist, danach fällt man durch die Klausur praktisch eigentlich nicht mehr durch. Na, also die Klausur ist eigentlich auch nur noch mal da, um die Leute zu erwischen, die es geschafft haben, trotz unserer Kontrollen die Hausaufgaben komplett abzuschreiben und nicht selber zu machen. Wer die Hausaufgaben selber macht, der sollte auch in der Klausur keine Probleme mehr haben. Das ist die Idee. Okay. Es gibt zu der Vorlesung einen Screencast bei YouTube. Also ich nehme die Vorlesung auf, und zwar den Bildschirminhalt plus den Ton. Und man kann sich das bei YouTube prinzipiell herunterladen. Hatte ich bei Einführung in die Programmierung, glaube ich, auch schon gemacht. Nach wie vor alle Angaben ohne Gewähr. Und es gibt keine einklagbare juristische Garantie. Wenn irgendeiner kommt und sagt, ich konnte die Hausaufgabe nicht machen, weil ich habe das Video nicht gefunden, das ist erstmal dem sein persönliches Problem. Ja, also das normalerweise schaffe ich es so von 15 Vorlesungen 13 fehlerfrei aufzunehmen, aber ein oder zwei gehen jetzt wieder irgendwie schief. Manchmal haben wir dann auch eine vom Vorjahr, die man so ungefähr wiedernehmen kann, die passt aber dann nicht ganz genau. Das Equipment ist, das ist tückische Technik und das ist ein Professor, der das bedient, da darf man sich nicht auf zu viel verlassen. Ne? Also wenn das schief geht mit dem Aufnehmen, das tut uns leid, das machen wir nicht, um euch zu ärgern. Aber wir können es hier nicht garantieren, dass es immer klappt. Ne? Sonst zur Not irgendeinen fragen, der vielleicht da gewesen ist und sich nochmal erklären lassen, was da gewesen ist. Oder noch besser, das Buch kaufen. Ne? Es gibt tatsächlich zu dieser Vorlesung ein Buch. Da kann man, glaube ich, sogar draufklicken. Wenn heute ein richtig guter Tag für die Wissenschaft, dann sehen wir das sogar. Das ist, glaube ich, jetzt so 3 Jahre alt, das Buch, weiß ich gar nicht ganz genau. Habe ich mit dem Ulrich Norbesrath und dem Ruben Jube zusammengeschrieben. Das ist exakt ein Kapitel, eine Vorlesung, orientiert sich sehr genau an dieser Vorlesung, ist aus den Vorlesungssachen hier entstanden und ist noch zu 95% richtig. Und die Kindle Edition kostet 4,75 €. Ne, davon kriege ich 1 €. Die anderen Co-Autoren kriegen auch jeder 1 €. Und wenn der ganze Jahrgang eins kauft, kann ich mit meiner Frau einmal essen gehen. Hey, das wäre toll. Na, also, wer keine Bücher mag, hier braucht das nicht unbedingt. Die Screencasts reichen auch, wenn man es mal verpennt hat, Buch kaufen oder vom letzten Jahr sich den Screencast besorgen oder sonst irgendwas gucken. Noch besser hier tatsächlich hinkommen. Okay, Bücher. Es gibt mehr Bücher zur Softwaretechnik und ich soll immer eine Literaturempfehlung machen, dass sagt ihm mal unser Bibliothekar, weil er sich so darüber ärgert, dass da keiner hingeht. Nehmt um Gottes Willen
Nicht dieses Buch. Helmut Balzers Handbuch der Softwaretechnik, das wird so beworben, als ob es die Antwort auf alle Fragen wären, ist auch ein bisschen so. Das ist aber mehr so ein geschichtliches Werk. Der Balzert hat über 30 Jahre, glaube ich, alle Diagrammnotationen, die es je in der Softwaretechnik gegeben hat, gesammelt und beschrieben, jeweils so 2, 3, 4 Seiten. 90% dieser Diagrammnotationen, nein, 95% sind aus gutem Grund ausgestorben. Da werden die Fossilien aufbewahrt. Und wer Geschichte mag, kann sich das gern besorgen. Wir werden in diesem Vorlesung relativ viel mit der Unified Modeling Language machen. Das Originalbuch ist von Butch, Rambeau, Jacobsen. Die werden uns noch ein paar Mal begegnen. Butch, Rambeau, Jacobsen sind die drei Amigos. Die haben die Unified Modeling Language erfunden. Die leben alle drei noch. Ja, man trifft die noch gelegentlich auf Konferenzen. Jacobsen hat jetzt gerade was Großes Neues angefangen, Semat, von denen trifft man nochmal was öfters. Ich glaube, Butch ist so reich, der braucht nicht mehr arbeiten und Rambeau auch. Das ist das Originalwerk. Das ist so ein bisschen wie ein Java-Buch. Ne? Die stellen diese Diagrammnotationen von UML vor und so alle Sprachelemente, die es da so gibt, aber relativ wenig, wofür brauche ich das eigentlich und wie benutze ich das? Na, also eigentlich kann man sich damit auf eine Klausur vorbereiten, aber nicht auf unsere. Und ja, was ist das Originalwerk? Ich fand immer Getty Couple ganz gut. UML at Work vom D-Punkt Verlag, weil die zu jedem Diagramm auch sagen, wofür verwende ich das und wie gehe ich methodisch damit vor. Das ist relativ schön eigentlich. Ist nicht so cool wie die Vorlesung und nicht so cool wie das Buch darunter, aber wer jetzt unbedingt ein Buch haben möchte, kann sich da ja mal schlau machen. Oder hören möchte, wie aus der Rest der Welt über UML denkt. So, dann gibt es ein paar Bücher, die sind historisch interessant eigentlich auch. Frederick Brooks, The Mythical Man-Months. Das geht eigentlich um Projektmanagement und Teamorganisation und Frederick Brooks hat im Wesentlichen erklärt, diese Kostenschätzungen, die immer so gemacht werden, für dieses Projekt brauchen wir 9 Monate, Personenmonate, aber wenn wir mit 90 Mann das machen, dann schaffen wir das in 10 Tagen. Das klappt nicht, könnt ihr komplett knicken. An einem Projekt, das so klein ist, kann man einfach nicht so viele Leute gleichzeitig beschäftigen. Die stehen sich nur auf den Füßen rum und das funktioniert schier nicht. Also es ist nicht so eine einfache Arithmetik, dass man die Anzahl der geschätzten Personenjahre oder Monate durch die Anzahl von Personen, die man hat, teilt und hat man die Projektlaufzeit. Es funktioniert anders. Es gibt weiterhin Probleme bei großen Teams, dass es dann Teamkommunikation wird, wächst quadratisch der Aufwand und irgendwann sitzen die Leute nur noch in Meetings und arbeiten gar nicht mehr, wenn man das Projektteam nur groß genug macht. Okay, dann gibt es von Tom DeMarco ist der Termin oder, ich weiß es nicht mehr ganz genau, sollten wir mal nachgucken, das Projekt. Das ist ein Roman, da sitzt der Protagonist, ist ein Projektmanager, sitzt in so einer in so einem Vortrag und dann kommt so eine Dame neben ihn und sagt, hey, Sie sind doch der Projektmanager so und so, ja, hier, trink mal die Cola, dann wird er gekidnappt, in ein ehemaliges Ostblockland entführt, wo 4000 Softwareentwickler sitzen, die nichts zu tun haben, die muss er dann managen. Und da werden so Projektmanagement-Techniken vorgestellt, liest sich total lustig, ist ganz cool. Okay, das sind so die Dinge. Eine Sache, die wir noch machen wollen, hoffentlich in dieser Vorlesung, wir schaffen das nicht jedes Mal, aber ich sage es jedes Mal, wir werden versuchen, euch verschiedene Ansätze zu zeigen, wie man bestimmte Probleme lösen kann und euch dann in 2 Gruppen teilen. Die eine Gruppe macht es nach Methode A, die andere Gruppe nach Methode B und nachher gucken wir, welche Methode-Gruppe besser war und machen ein Papier drüber. Das heißt, wir werden eure Hausaufgaben teilweise statistisch auswerten und anonym natürlich in wissenschaftlichen Veröffentlichungen verwenden, so ihr nichts dagegen habt. Wer damit ein mentales Problem hat, sagt Lennart oder Christoph Bescheid, dann werden die eben nicht betrachtet.
Ne? Das bleibt alles anonym. Wenn wir Fotos von euch machen, dann fragen wir euch vorher nochmal. Wenn wir Originalhandschriften veröffentlichen, die dann später, wenn ihr irgendwie Albert Einstein vom Thron gestoßen habt, irgendwie Millionen wert werden, dann würden wir das vorher auch sagen. Es kann sein, dass wir eben getippte Sachen, so Programmquelltext-Snippets irgendwie verwenden, um irgendwelche Dinge zu machen, aber es sollte dann möglichst nicht zu euch zurückverfolgbar sein. Okay. Ein Aspekt von dem, was wir zentral hier machen wollen, ist Story-Driven Modeling. Das heißt, wir werden uns, ich habe schon gesagt, mit Modellierung beschäftigen. Wie organisiere ich meine Daten? Das ist so grob die Idee, ne? Wir werden das objektorientiert machen und in erster Näherung ist ein Objekt so eine kleine Karteikarte, auf der sich der Computer irgendwelche Dinge merkt über eine Person, über einen Raum, über eine Lehrveranstaltung, irgendwie solche Dinge mehr. Und diese Karteikärtchen werden dann untereinander verlinkt oder miteinander verbunden. Wir können uns vorstellen, dass die einfach alle laufenden, fortlaufenden Nummern haben und dann sagt man, Details zu der Adresse dieser Person findest du auf der Karteikarte so und so. Ja, das ist dann ein Pointer oder ein Verweis auf ein anderes Nachbarobjekt. Und dadurch kann man dann Objektstrukturen machen, wie diese höhenbalancierten Bäume und solche fröhlichen Dinge. Und damit kann man seine Daten organisieren. Dieses Herstellen eines Modells ist aus meiner Sicht ein sehr kritischer Programmierschritt, also sich zu überlegen, wie organisiere ich meine Daten. Und das muss man so durchspielen. Das macht man am einfachsten an Beispielen. Deswegen wir uns mit Objektdiagrammen, das sind einfach solche Diagramme, die hinmalen, wie sieht die Situation im Hauptspeicher gerade aus, und Beispielen beschäftigen werden, wie kriege ich die Essenz meines Problems in ein paar Beispielen beschrieben, damit ich eine Idee habe, so soll mein Programm nachher arbeiten. Und so sollen meine Daten in dem Programm nachher aussehen. Und wenn ich das habe, dann kann ich die Datenstrukturen implementieren, da muss man eine Reihe machen. Dann kommen wir zu dem Algorithmen- oder Methodenentwurf, dann kann ich das Verhalten tatsächlich relativ leicht runterschreiben. Das geht dann ganz, ganz einfach. Und dann habe ich im Prinzip mein Problem gelöst. Dann gibt es einen Punkt, der am Anfang, wenn man so programmiert, einem erst irgendwie immer so ein bisschen komisch vorkommt. Die Softwaretechnik hat herausgefunden, dass es eine gute Idee ist, viel zu testen, um zu prüfen, ob das, was man programmiert hat, auch das tut, was man möchte. Man sollte diese Tests automatisieren. Die sollten regelmäßig automatisch ablaufen. Am besten auf einem Integrationsserver, so ein Nightly Build. Immer wenn man eine Version fertig hat und das freigibt fürs Team, dann sollte automatisch so ein Testbot loslaufen und alle Tests laufen lassen. Die Tests haben zum einen den ganz banalen Zweck, Fehler zu finden und die dann auszumerzen, also zu gucken, habe ich das ja eigentlich alles richtig gemacht. Die haben aber danach insbesondere auch den Zweck, Funktionalität, die man einmal hatte, zu sichern, dass sie nicht wieder verloren geht. Na, wir werden Software im Wesentlichen hier iterativ entwickeln. Das heißt, wir machen so eine erste Fassung von einem Programm mit einer Grundfunktionalität und dann packen wir nach und nach immer mehr Funktionalität dazu. Machen noch eine Methode dazu, noch einen Algorithmus dazu. Und manchmal, wenn man was dazu bastelt, dann stellt man fest, dass man an dem, was man schon hat, noch eine Kleinigkeit verbessern muss. Na? Und bei diesen kleinen Verbesserungen passiert es einem wahnsinnig häufig, dass man alte Dinge, die mal funktioniert hat, kaputt macht. Na, dann guckst du dir das so an, denkst dir, dieser boolesche Parameter ist doch völlig überflüssig, das if, da braucht doch kein Mensch, schaut das weg. Na? Und plötzlich funktionieren Sachen, die man vor einem Jahr gemacht hat, nicht mehr. Und das Problem ist, dass man das normalerweise nicht merkt. Ne? Wenn das Programm so eine Größe hat von 100.000 Zeilen oder 20 oder 50.000 Zeilen, da siehst du das nicht. Ne? Da gibt es Teile, die hast du dir seit Monaten nicht mehr angeguckt. Und dann änderst du da was an deinem Teil und es sieht alles ganz toll aus. Deine Tests für deine aktuelle Funktionalität funktionieren wie Sau, alles ist super. Dann checkst du das ins Git ein und dann sagt
Der Testbot, ey, was hast du denn da alles kaputt gemacht? Und dann kommen die Teamkollegen aus ihren Büros gerannt und schimpfen mit einem und lauter so komische Dinge. Das ist ein Riesenproblem und die Softwaretechnik hat rausgekriegt, dass wenn man, dafür gibt es die automatischen Tests. Also kein Mensch kann dafür, wenn er irgendwo was hinzufügt, verbessert, neu macht und dann eine alte Funktionalität, die er vielleicht gar nicht selber gebastelt hat oder die sie gar nicht selber gebastelt hat, dadurch verloren geht. Und dementsprechend dürft ihr euch, wenn eure Funktionalität von einem Kollegen, einer Kollegin kaputtgespielt wird, nicht darüber ärgern, dass der das kaputt gemacht hat oder die das, sondern ihr müsst euch selber in die eigene Nase fassen und fragen, warum hat mein Test das nicht gemerkt? Warum hat der Testbot nicht sofort Alarm geschlagen, als der andere, die andere das da kaputtgeschlagen hat? Das hätte doch sofort bemerkt werden müssen. Und dafür sind diese Tests eben auch da. Na, und das ist eine ganz elementare Maßnahme, um Softwareentwicklung im Team zu machen, aber auch wenn man sich alleine arbeitet, muss man alle Funktionalität, die man einmal erstellt hat, immer dadurch absichern, dass man Tests dazu hat, die man regelmäßig automatisch laufen lassen lässt. Sonst geht die Funktionalität wieder verloren. Software altert. Ne? Also irgendwelche Teile, die man irgendwann mal gemacht habe, sind 3 Monate später garantiert kaputt. Das verrottet so vor sich hin. Und das kann man nur am Leben halten, wenn man es regelmäßig benutzt und mindestens mal regelmäßig testet. Das sind diese Dinge. Daraus hat sich das sogenannte Test-First-Prinzip entwickelt, dass man sagt hat, wenn du im Nachhinein versuchst, Tests für deine Software zu schreiben, das geht regelmäßig schief. Das liegt auch daran, dass man zum Testen, ja, man ruft irgendeine Funktionalität auf und dann muss man prüfen, hat das jetzt getan, was es sollte, funktionierte das? Und dafür braucht man so Gucklöcher in seiner Software. Man muss irgendwie so Zugriff auf interne, temporäre Daten haben, damit man sehen kann, haben die sich so verändert, wie ich das wollte. Und solche Dinge mehr. Und wenn man das Programm so schön als Blackbox erstmal gebaut hat, dann ist es wahnsinnig schwierig im Nachhinein diese Messpunkte da drinnen zu installieren, wo man prüfen kann, haben diese Zwischenschritte alle richtig funktioniert. Und das ist nachgewiesenermaßen viel einfacher, wenn man zuerst den Test schreibt und dann die Methode, die getestet wird. Eine sogenannte testgetriebene Entwicklung, und das werden wir hier versuchen, so ein bisschen vorzuziehen, ist eine der methodischen Vorgehensweisen. Das hat automatisch den Effekt, dass man sich selber bei der Entwicklung von irgendwelchen Bausteinen Messpunkte schafft, wo der Test reingreifen kann, weil der Test gibt die schon vor. Der sagt, ich würde gerne, dass du jetzt diesen Zwischenschritt aufmachst, und danach würde ich gerne gucken, ob da drinnen eine 42 steht. Na? Und dafür hätte ich gern, dass diese Drecksmethode public ist oder dass ich da eine Methode habe, mit der ich das lesen kann, sonst spiele ich nicht mit dir. Und dadurch wird das sichergestellt. Und wenn man das andersrum macht, geht es regelmäßig schief und deswegen macht man das als erstes. Und das ist eben dann auch Teil von Story-Driven Modeling. Okay. Irgendwie versuche ich, sage ich alle Sachen dreimal. Objektorientierte Modellierung hatten wir, dafür werden wir Szenarien verwenden, die werden im Weiteren auch Software Stories genannt werden. Dann kommt ein bisschen objektorientierte Programmierung. Was wir noch nicht wirklich schaffen in dieser Vorlesung, sind Design Pattern. Design Pattern sind Musterlösungen, wie gehe ich mit Vererbung richtig um? Das ist eine eigene Vorlesung. Ne, die könnt ihr hören immer im Sommer. Also zum Beispiel nächstes Sommersemester, wobei das empfehlen wir, glaube ich, nicht. Parallel zu Software Engineering 1 ist das zu viel Aufwand. Muss man mal gucken. Okay. Die Unified Modeling Language ist eine Notation. Story haben wir. Okay. Prinzipiell geht es bei Softwaretechnik um die Entwicklung größerer Programme. Softwaretechnik löst zum großen Teil Probleme, die entstehen, wenn Komplexität wächst und oder Größenwachstum herrscht, wächst im Großen und Ganzen. Ihr habt bis jetzt so im Rahmen der Vorlesung Programme geschrieben, die waren so bis 100 Zeilen lang. Oder? Wer hat mehr? Wer hat mehr als 1000? 10.000? 100.000? 1 Million? Na? Irgendwie so.
Da ist auch viel Komplexität drin, aber es ist halt noch relativ einfach. Bis 100 Zeilen, das kann noch eine Person alleine. Bei 10.000 Zeilen, man sagt zu so die Entwickler Performance pro Tag. Also ein normaler Mensch schafft am Tag, sagen wir mal, 100 Zeilen Code. Ne? Da ist alle möglichen Testen mit drinne, da sind Besprechungen mit dem Kunden mit drinne, da sind Urlaubszeiten mit drinne. So der durchschnittliche Produktivität sind 100 Zeilen am Tag. Das heißt, für 10.000 arbeite ich 100 Tage, grob, ne, 3 Monate lang. Das sind so die Größenordnungen, die ihr jetzt reinkommt. Oder ich habe ein Team mit mehreren Leuten, bei 100.000 Zeilen. Mehr als 2 macht nicht wirklich Sinn. Na? Wenn es 1 Million Zeilen wären, dann würde ich sagen, hier sind 5 oder 10 Leute gut aufgehoben. Die können das in einem halben Jahr machen. Aber bei so bis 100.000, bis, was haben wir jetzt hier? 10.000 Zeilen. Das ist eben noch so ein prinzipiell ein Mann-Ding oder ein Frau-Ding. Das macht man noch alleine. Danach, wenn es noch größer wird, dann mache ich das eben nicht mehr alleine, dann macht man das im Team. Na, und dahin wollen wir dann auf Dauer auch kommen. Also bis zu diesen 10.000 Zeilen machen wir jetzt in dieser Vorlesung, bis 100 oder 500.000 Zeilen machen wir dann in Software Engineering 1. So, darum sich das hier entwickelt, weiß ich nicht genau. Ein paar von euch haben diese Folie bestimmt schon gesehen. Ich führe die immer bei den Einführungstagen für Erstsemester vor und bei Schülerinformationen und solchen Sachen. Ich wiederhole es jetzt hier nochmal kurz, um diesen Punkt der Modellierung irgendwie klar zu machen, warum der wichtig ist und was da passiert. Die für mich erste Erfahrung mit Programmierung überhaupt war eine Simulation der Mondlandung für Neil Armstrong. Ja, Neil Armstrong wollte auf dem Mond landen und die Aufgabe war auszurechnen, wie viel Sprit muss dieses Landemodul mitnehmen. Und dabei haben sie ein paar Mathematiker gefragt und die haben dann gesagt, ja, wie landet das Ding denn automatisch oder drückt der Neil Armstrong da einen Knopf? Und hat Neil gesagt, hey, ich bin Pilot, ne, ich lande das Ding von Hand. Nicht vollautomatisch. Dann haben die gesagt, ja, dann können wir es nicht ausrechnen. Wenn ein Mathematiker ein Optimum berechnen möchte, stellt dann eine Formel auf, die das Ding beschreibt, macht die erste Ableitung und sucht die Nullstelle. Na, haben wir alle in der Mittelstufe so gelernt. So macht man das. Und dieses Problem hier war eines, das hat sich gegen diese Darstellung als geschlossene Formel gewehrt. Das ging irgendwie nicht, ne, weil der Pilot in so einer Landekapsel, die Chance hat, ich kann früh bremsen, in kurzen kleinen Schüssen, lang bremsen und ich weiß nicht genau, welches die beste Bremsstrategie jetzt hier eigentlich ist. Und deswegen haben sie dann nachgedacht, was machen wir jetzt? Und dann saßen da so ein paar Leute mit so einem komischen kleinen Rechner und dann haben sie die gefragt, sag mal, könnt ihr uns da nicht helfen? Und dann haben die gesagt, weiß nicht, ja, also optimal ausrechnen können wir es auch nicht, aber wir können euch eine Simulation bauen. Na? Und dann haben sie tatsächlich eine Simulation gebaut. Wie reagiert denn diese Kapsel auf Bremsen? Und da geht dann so ein, was ist die Masse, was ist die Höhe in Kilometern über dem Boden, was ist die aktuelle Sinkgeschwindigkeit, wie viel Treibstoff in Tonnen haben wir dabei? 1250 Tonnen? Kilo. Wie groß ist die Mondanziehung? Diese physikalischen Größen, ihr erinnert euch dunkel im Physikunterricht. Freier Fall im Großen und Ganzen. Und dann gibt es so Formeln wie Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Das war hier. Masse und A haben wir beide, können wir ausrechnen. Weg ist Geschwindigkeit mal Zeit. Geschwindigkeit ist Zeit mal Beschleunigung. All diese fröhlichen Dinge. Na? Es gibt auch eine, die sagt, Weg ist irgendwie ein halb Beschleunigung mal Zeit zum Quadrat, glaube ich, oder sowas. Gab es auch noch. All diese fröhlichen Dinge. Und damit kann ich das jetzt machen. So, und was sie gemacht haben ist, wenn ich die Bremsraketen zünde, dann werde ich langsamer, klar, je nachdem, wie viel Schub ich da habe, den muss ich auch wissen. Außerdem werde ich leichter. Ne, das heißt, ich verbrenne ja Treibstoff, da muss ich weniger abbremsen. Und deswegen macht es eventuell Sinn, ein bisschen Ballast schon relativ früh abzuwerfen,
damit man da nachher nicht so viel Schwungmasse hat. Ne, und solche Dinge mehr. Und das war dann doch an dieser Stelle schwierig zu berechnen. So, was Sie gemacht haben, Sie haben ein Programm geschrieben, das 10-mal in der Sekunde ausrechnet, was ist meine aktuelle Höhe und was ist meine aktuelle Geschwindigkeit. Dann haben Sie gesagt, die neue Höhe ist die Fallgeschwindigkeit, ist die alte Höhe weniger die Fallgeschwindigkeit mal verbrauchte Zeit mal eine Zehntelsekunde. Und dann wusste ich, wie viel ich jetzt gesunken war. Und dann sagen sie, oh, die Geschwindigkeit wird übrigens größer, und zwar um ein Zehntel a. Na? Und dann rechnet man das fröhlich immer vor sich hin. Das ist eine klassische Physiksimulation für freien Fall. Und dann sagt man, oh, jetzt bremse ich mal, dann ist gar nicht mehr die Mondanziehung das Entspannende, sondern der Raketenschub, der in die Gegenrichtung wirkt. Und da sagen wir einfach mal a wird zu minus 2a. Wir bremsen mit doppelter Anziehungskraft und fertig. Das heißt, wir multiplizieren einfach das a mit minus 2 und dann rechnen wir einfach stumpf weiter. Und dann haben sie eine kleine, aus Sperrholz eine kleine Landekapsel gebaut, haben den Neil Armstrong in seinem Raumanzug da reingesetzt, haben so Fensterchen da reingeschnitten, haben so Leinwände gemacht, haben den Mond drauf gemalt, den Raum verdunkelt. Und dann hat der Neil Armstrong gesagt, ich lasse mich fallen. Dann sind sie mit der Leinwand auf das Fenster zugegangen. Dann hat der Neil Armstrong gesagt, ich bremse. Dann sind sie langsamer zugegangen. Dann hat er zu viel gebremst, sind sie wieder von ihm weggegangen und so weiter. Das war die erste Mondlandesimulation. Und das Spannende war, dass man mit einem Rechner 10-mal pro Sekunde ausrechnen konnte, wo bin ich jetzt gerade und wie weit muss die Leinwand jetzt weggetragen werden. Das war so grob die Sache, die man da machen konnte, musste. Anzeigen hatte der auch noch, ne? Also in seinem Ding, die mussten auch eben manipuliert werden und solche Geschichten mehr. Der spannende Punkt, genau, es ging ja um Modellierung, ist, dass man dieses Mondlandeproblem mit ein paar Floating-Point-Variablen relativ leicht repräsentieren konnte. Ne? Braucht es einfach nur diese paar physikalischen Größen, dafür hat man dann jeweils eine Variable angelegt, hat sich überlegt, oh, Double wäre cool, hatten wir noch nicht, das waren damals nur irgendwie 16-Bit oder 32, keine Ahnung. Und dann konnte man mit den paar rechten Formeln, die hatte einem die Physik schon gesagt, das Programm ganz gleich schreiben, war relativ wenig Aufwand. Okay, komplizierter wird es dann zum Beispiel bei so Problemen wie Navigation oder Routing. Ja, das ist ein Problem, das kennen wir persönlich alle aus der Verkehrswelt. Wir wollen von Kassel-Wilhelmshöhe, nee, Kassel-Hauptbahnhof zur Ing-Schule fahren und wollen wissen, wie das geht. Mit dem Fahrrad, möglichst nicht so steil, irgendwie mit Konrad wollen wir das machen. Okay, dafür muss man sich überlegen, wie repräsentiere ich jetzt das Straßennetz, das Radwegenetz, im Computer, damit ich den kürzesten Weg oder den schnellsten Weg suchen kann oder den wenigsten anstrengenden Weg. Und darüber haben tatsächlich die Informatiker schon relativ früh nachgedacht, die Informatikerinnen, und der Prim hatte und Kruskal hatten da schon fröhliche Ideen und haben gesagt, das repräsentiert man einfach durch einen Graph, wo man sagt, ich lege eine Karteikarte an für jeden Kreuzungspunkt, den mein Wegesystem hat. Und eine zweite Karteikarte für jedes Wegstück zwischen zwei Kreuzungspunkten. Und auf diesem Wegstück merke ich mir, wie lang brauche ich mit dem Fahrrad von dem einen Punkt zu dem anderen Punkt. Ja? Und das mache ich einfach für das komplette Straßennetz von Kassel, Deutschland oder der Welt. Und dann funktioniert Wegesuche relativ leicht. Ich fange halt hier an, da will ich hin. So, wo soll ich langfahren? Nach oben, hier lang. Und dann? 12 Kilometer zurückgelegt, wo fahre ich jetzt lang? Okay, der Kollege schlägt vor, dass wir hier unten fahren, um zu Punkt 2 zu kommen, weil der Weg von hier bis hier sind 8 plus dieser eine sind 9 Kilometer. Das ist extra falsch gezeichnet, damit das hier erst kürzer aussieht, aber in Wirklichkeit steht ja 12 dran, damit man sich da vertut. Man hätte auch hier in diese Richtung weiterfahren müssen, aber von 4 nach 5 ist der direkte Weg 4 Kilometer und wenn ich nochmal über 2 gehe, ist es nur 2 Kilometer. Das heißt, da spare ich auch nochmal 2 Kilometer und hier ist es jetzt mal gerade egal, ob ich unten oder oben rumfahre, sind jeweils 12 Kilometer, kann ich machen, wie ich mag. Na? So,
kürzeste Wegesuche habt ihr bei effizienten Algorithmen kennengelernt, Algorithmen und Datenstrukturen. Na, die lösen sowas, das ist eigentlich irgendwie eine relativ einfache Geschichte. Spannenderweise braucht man das nicht nur im Straßenverkehr, sondern zum Beispiel im Telefonsystem. Ja, also wenn ich Leitungen schalte, versuche ich das eben auch mit möglichst wenig Hops zu machen. Wenn irgendwie jemand anderen irgendwo anrufen möchte. Im Internet, wenn Pakete vermittelt werden, werden genau die gleichen Routing-Verfahren angewendet. Und es gibt eben noch tausend andere Stellen. In der Logistik natürlich sowieso auch, wo man das benutzen kann und wo das benutzt wird. Okay. Nachdem man sich gedanklich überlegt hat, dass man dieses Straßennetz durch so einen Graph relativ einfach dargestellt hat, muss man sich anschließend noch überlegen, wie mache ich denn die Darstellung im Rechner? Also wie erkläre ich jetzt das, was ich jetzt vor meinem geistigen Auge habe, meinem Computer, für kürzeste Wegesuche haben die damals einfach solche Nachbarschaftslisten verwendet. Na, also einfach ein Array mit n mal n Einträgen, also n ist die Anzahl der Wegpunkte. Und da hat man einfach ein zweidimensionales Array genommen und gesagt, okay, von 1 nach 2, da trage ich eine 12 in dieses Array ein, habe ich so eine große Matrix, die alle Wege beschreibt. Das funktioniert bis 1000 Knoten noch einigermaßen gut, aber 1000 mal 1000 Knoten sind schon 1 Million Felder in dieser Matrix. Das wächst quadratisch. Das geht relativ schnell gegen den Hauptspeicher. Na? 1 Million mal 1 Million ist dann Ende. In Deutschland haben wir nachgeschlagen, gibt es ziemlich genau 14 Millionen Wegpunkte. Da beginnt man mit so einer Matrix schon ziemlich am Anschlag sein. Na, das würde ich an so der Stelle nicht benutzen. Aber es gibt andere Wege dafür, es gibt so Nachbarschaftslisten. Wir werden Graphen hier objektorientiert modellieren, dann nicht mehr von einem Graph sprechen, sondern vom Modell. Das heißt, wir werden so Karteikärtchen nehmen, das ist dann noch effizienter. Es liegt einfach daran, dass es relativ wenig Verbindungen zwischen Wegpunkten in München und Wegpunkten in Hamburg liegt. Es gibt gar keinen Grund, warum ich in der Matrix dafür einen riesengroßen Bereich offen halte, wo ich diese möglichen Verbindungen eintragen könnte, wenn es da direkte Verbindungen gibt. Bis der Hyperloop gebaut ist, braucht es die einfach nicht. Ne? Und dementsprechend macht man eigentlich eine andere Codierung. Das mentale Modell ist aber das gleiche. So, Dinge, die dann im Computer gerechnet werden, muss man anschließend interpretieren. Relativ leicht fällt einem das, wenn auf dem Kontoaufzug steht, dass man den Dispo überzogen hat und der Geldautomat einem kein Geld mehr gibt. Ne? Das heißt, das, was die Computer sich auf ihren Karteikärtchen da intern in ihrem Hauptspeicher zurechtlegen, hat im Zweifelsfall Auswirkungen auf die reale Welt. Und diese Auswirkungen sind einfach eine Interpretation der Zahlen. Wenn dann eben der Computer ausgerechnet hat, das ist der kürzeste Weg, dann zeigt er am Bildschirm im Prinzip mir so eine Turn-by-Turn-Navigation an und zeigt mir an, so musst du jetzt fahren. Oder er sagt eben dem Geldschacht im Automaten, spuck noch mal was aus, der ist ein Student, der tut mir so leid. Ne? Oder die. Gut. Die Programmiersprachen, die wir es jetzt kennengelernt haben, haben als sprachliche Ausdrucksmittel für die Beschreibung von eben komplexen Daten, Variablen von verschiedenen Typen, also Zahlen eigentlich, ne? Integers, Double Float, da kann ich hier Variablen MHV machen, Masse, Höhe, Geschwindigkeit und solche Dinge mehr. Dann haben wir Records oder Classes, da können wir so Gruppen von Variablen machen oder Attributen. Dann können wir Querverweise machen, das sind irgendwie Pointer oder Referenzen zwischen verschiedenen Objekten. Und wir haben im Wesentlichen Arrays kennengelernt, mit denen man eben so Listen von Gleichen machen kann. Und das war es dann im Großen und Ganzen, was Java so als Bordmittel für die Datenmodellierung oder Repräsentation von Dingen im Rechner zur Verfügung stellt. Das ist relativ wenig und ist auch relativ technisch.
Und wir werden eben hier versuchen, objektorientierte Modellierung zu machen, die das nochmal um ein etwas höheres Abstraktionsniveau hebt, damit wir einfach ja, mehrsprachliche Möglichkeiten haben, uns auszudrücken. Das ist im Großen und Ganzen die Idee. Und werden dann aber eben auch lernen, wenn ich jetzt so auf einem höheren Level mir so eine grobe Vorstellung gemacht habe, wie das ablaufen soll, wie bilde ich es dann technisch in meinem Hauptspeicher tatsächlich ab oder in meinem Programm. Das ist die Implementierung von Datenstrukturen. Und das sind so die entscheidenden Dinge. Vielleicht nochmal, wer kennt funktionale Programmierung? Ah, Lisp, ML, Haskell, Uah. Funktionale Programmierung ist die Rache der Mathematiker daran, dass die Informatiker so erfolgreich sind. Naja, in erster Näherung wird da alles rekursiv programmiert. Und kein Mensch würde ernsthaft den Schwachsinn benutzen, wenn die nicht so coole Datenstrukturen hätten. In den frühen funktionalen Sprachen wie Lisp waren doppelt verkettete Listen standardmäßig schon eingebaut. Das war Teil der Sprache. Na, und jeder, der noch weiß, was das für ein Punk war, so einen Scheiß zu implementieren, der wird zu wissen, warum die Leute das cool fanden. Tatsächlich sind auch Bäume in funktionalen Sprachen automatisch drin. Das sind einfach Listen, wo die Elemente wieder Listen sind. Na? Und die haben wieder Elemente, die Listen sind oder Dings oder irgendwas anderes. Normale skalare Werte. Die funktionale Programmierung bietet von den normalen Programmiersprachen her für die Datenmodellierung schon viel höhere Konstrukte an, also so Bäume und verkettete Listen und solchen Kram. Arrays finden die da nicht so toll, aber immerhin. Und das reicht aber alles noch nicht aus. Wir haben jetzt den Algorithmen und Datenstrukturen noch kennengelernt. Ja, manchmal sind Hash-Tabellen cool, dann gibt es noch eben andere Sachen. Habt ihr Containerklassen kennengelernt? Wer kennt so Java Util Hashset? Oder Java Util List oder ArrayList? Wer kennt ArrayList? Oder solche Dinge mehr. Also, weil man diese Datenstrukturen, die sowas Ähnliches tun wie ein Array, so oft braucht, gibt es in den Standardbibliotheken typischerweise Implementierungen dafür. Das sind sogenannte Containerklassen, Listen, Bäume, Hash-Tabellen. Die sind alle vorimplementiert. Alles, was ihr in Algorithmen und Datenstrukturen gelernt habt, könnt ihr einfach von da holen, könnt ihr wieder vergessen. Ne? Haben andere Leute vor euch gemacht. Braucht man nur noch zu benutzen. Und die werden wir hier auch verwenden. Und was wir im Wesentlichen nicht mehr oft verwenden werden, sind Arrays. Ne? Also wer auf seiner Tastatur vom Laptop noch eckige Klammern hat, reißt die Taste bitte raus. Na, die brauchen wir nicht mehr. Arrays sind böse. Die will kein Mensch haben. Die Softwaretechnik hasst sie. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass sie immer nie die richtige Größe haben. Na, also sie sind wahlweise immer zu groß und verschwenden Speicher. Oder dann kommt irgendwann ein Problem, dafür sind sie zu klein. Und dann steht man auf dem Schlauch. Und dann fliegt einem das Programm um die Ohren, weil ja, man hat so mit 10 oder 20 gerechnet, hat das auf 1000 das Array dimensioniert und sagt man, das reicht immer. Und dann kommt irgendeiner und will 1001 haben. Ne, und dann steht das Programm still. Schöner sind, wenn man denn schon irgendwie sowas mit Indizes haben möchte, ArrayLists. Das ist eine Karteikarte, da ist ein Array dran geheftet und wenn das zu klein wird, dann macht ihr einfach ein neues Array, das doppelt so groß ist, kopiert die alten Elemente um und hat Platz für den nächsten Eintrag. Fertig. Na, das heißt, es ist ein dynamisch wachsendes Array. Die funktionieren wie Sau. Na, das ist eine sehr coole Nummer, das kann man nehmen. Ist auch nicht meine Lieblingsdatenstruktur, aber immerhin. Na, und davon werden wir noch eine Reihe andere kennenlernen. Okay. Als Beispiel, die ArrayList schrumpft, glaube ich, auch wieder, ja. Ja, genau.
Tatsächlich gibt es da auch bei der RL-Listen eine eigene Wissenschaft, wie man damit umgeht. Prinzipiell schrumpfen die ja irgendwann auch wieder, wenn die noch so halb wollen, so wie Hash-Tabellen auch. Ja, die muss man ja auch gelegentlich mal reorganisieren. Ein bisschen Problem ist bei diesen RLs, wenn man Elemente in der Mitte einfügt, dann müssen alle, die dahinter sind, Platz machen, auf Seite geschoben werden. Oder wenn man aus der Mitte heraus Elemente löscht, dann muss irgendeine Lücke wieder zugefahren werden, damit das mit dem Initiieren wieder hinkommt. Dafür müssen dann eben bei einem Array, das 10.000 Elemente lang sind, 5.000 Elemente verschoben werden. Ja, das ist relativ ineffizient und dann ist man doch mit einer Linked List besser dran, wenn man das hat. Linked List ist dann irgendwie doof, wenn man gerne sagt, jetzt hätte ich gerne mal das 500. Element. Da muss man von vorne durchzählen, ja, weil man eben nicht wie beim Array ausrechnen kann, wo sich das befindet. Und da muss man gucken, welche hat man öfter, welche Operation, welche Zugriffe. Und dann muss man da entsprechend die richtige Implementierung wählen. Grundsätzlich ist es so, dass diese Container-Klassen, die es in Java Util gibt, so in so einer Vererbungshierarchie setzen. Und es gibt eben da drinnen so ein List, das ist mal als Array oder mal als Linked List implementiert. Und wenn ich das List-Interface benutze, kann ich die Implementierung austauschen. Es ändert sich nur das Laufzeitverhalten, also die Geschwindigkeit, wie lange Operationen brauchen, aber die Semantik bleibt die gleiche. Und dann kann ich einfach mal testen, ist es mit dem schneller oder mit dem? Und dann ist gut. Na, oder ich wechsle es im laufenden Betrieb. So, dann kannst du sagen, so, jetzt haben wir es aufgebaut, jetzt fange ich an zu löschen, jetzt fange ich an, dafür habe ich eine Linked List genommen, jetzt fange ich an, da drinnen mit einem Index rumzusuchen, dann kopiere ich es mir schnell in den Array. Und das kann man zur Laufzeit tauschen. Ist gar kein Ding. Na? Und das ist eben eine Idee, warum man diese Containerklassen verwendet, weil die untereinander zum Teil austauschbar sind. Und die einzige, die da rumzickt, ist die Array, das Array. Das ist so komisch, das macht da irgendwie nicht mit. Und dementsprechend ist das doof. So, Vorlesungsbeispiel. Wir werden jetzt hier in der Vorlesung, in der ersten Hälfte, zwei Drittel, die Study Right University verwenden. Die Study Right University ist ein Beispiel, es kommt von der polnischen Informatik-Olympiade. Es gibt Informatik-Olympiaden, wer hat da schon mal teilgenommen? Ich noch nie, es gibt es tatsächlich. Ist in Deutschland nicht so populär, weil das wendet sich typischerweise an Schüler und im Schulunterricht ist die Informatik nicht mehr so präsent, dass das gut funktioniert. In den osteuropäischen Ländern ist das populärer und da wird das relativ viel gemacht. Und da gab es, das war irgendwann Ende der 80er Jahre, eine Aufgabe, findet den Weg durch ein Schloss und dabei müsst ihr in jedem Raum die Wachen schmieren und ihr habt genauso viel Gold mit und wenn ihr dann im Turmzimmer ankommt, wo die Prinzessin wartet und ihr habt noch Gold übrig, dann seid ihr geizig und dann nimmt die Prinzessin euch nicht oder ihr habt alles Geld ausgegeben, dann kommt ihr nicht so weit. Na, findet den Weg, der genau 214 Goldstücke kostet. Prinzessinnen retten machen wir in unseren Zeiten nicht mehr. Ne? Oder Prinzessinnen, die Prinzen retten, machen wir auch nicht mehr. Das ist nicht genderkonform. Deswegen versuchen wir jetzt, unseren Irrweg als Universität aufzufassen, in der wir einen Abschluss erwerben wollen. Und das funktioniert, indem wir fröhlich irgendwelche Kurse belegen, so lange, bis wir genau 214 Credits haben und in dem Examensraum stehen. Na, und wenn wir da aufschlagen und zeigen unseren Zettel vor, das sind die Veranstaltungen, die ich belegt habe, und da stehen 214 Credits zusammen, dann kriege ich mein Diplom oder meinen Bachelorabschluss und kann hier die Universität verlassen. Das Problem ist, ich habe nur begrenzte Motivation, nämlich genau 214. Und wenn ich irgendwie zu oft im Stochastik abhänge und meine Motivation aufgebraucht ist, dann verhungere ich da. Dann komme ich nicht mehr weiter. Ja, das ist prinzipiell die gleiche Suchaufgabe. Jetzt einfach nur ein bisschen anders gestellt, genderkonform. Gut, die Idee ist jetzt also, dass irgendwie
Student Kali. Kali ist ein norwegischer Name, der sowohl weiblich als auch männlich verwendet wird. Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen. Ne? Also wir geben uns wirklich Mühe, da niemanden keine Vorurteile wachsen zu lassen. So, Kali, wir haben ein Buch geschrieben. Ne? Wenn du das im amerikanischen Sprachraum verteilen willst, sind irgendwelche Gendersachen drin, das wird sofort zerrissen. Ne? Dann darf man das nicht mehr einsetzen. Kali steht jetzt hier also vorm Eingang, würde jetzt hier den Matheraum betreten. Ne, das heißt, der geht jetzt, der oder die geht da rein. Und würde dann sagen, okay, ich habe jetzt gerade meine ersten Credits erworben. 17, also durch Betreten des Raumes diffundiert das automatisch ins Hirn. Und habe aber Motivation verbraucht. 214 weniger 17, irgendwie 1... 9, 3, nee, 7. 1, 9, 7. 197 Motivation habe ich jetzt noch. Ne? Und dann sage ich, oh, jetzt gehe ich mal weiter und wandere hier so durch und suche prinzipiell den Weg, der mich mit genau 214 Credits in den Examensraum führt. Das ist damals die Aufgabe gewesen. Dieses Beispiel haben wir aufgegriffen, weil, kommt das hier noch? Ah, nee, kommt nicht. Es gab damals eine Informatik-Olympiade, diese Aufgabe, und es gibt eine Konferenz, die heißt Inform, die ist für Informatiklehrer, Fachkonferenz für Informatiklehrer an weiterführenden Schulen. Die Lehrer an weiterführenden Schulen müssen regelmäßig Fortbildungen machen. Glaubt man nicht, tun die aber. Na, und das macht man sehr gerne auf Malle oder Gran Canaria oder so. Und da besucht man dann irgend so einen schönen Ort, besucht man dann vormittags irgendwie was und geht dann mit das schön schwimmen. Und die haben das irgendwo hier in Deutschland gemacht, ich weiß es nicht mehr. Und es gibt eine Fachzeitschrift für Informatiklehrer. Und der Herausgeber dieser Fachzeitschrift hat über dieses Beispiel insbesondere geschrieben, ah ja, da sieht man ja mal, dass Objektorientierung totaler Blödsinn ist und dass man das auf gar keinen Fall verwenden sollte, um irgendwelche klassischen Verfahren, Probleme zu lösen. Weil hier ist es ja ganz klar, da will man einen Wegesuch machen, da braucht man einen Graph, da braucht man eine Matriz für, anders geht das ja gar nicht. Na? Und wir haben das gesehen, diesen Artikel, haben gesagt, mein Gott, wie bescheuert kann man denn eigentlich sein? Und haben auf der Infos Gegendarstellung gemacht und ein Papier geschrieben, wo drin stand, ja, hier sieht man ganz klar, dass nur objektorientiert die Lösung einfach ist. Ja, und haben beschrieben, wie man das gleiche Problem objektorientiert löst und warum das didaktisch viel schön, viel wertvoller ist. Und warum das auch insgesamt viel einfacher ist, das so zu programmieren. Und haben dann im Prinzip da eine Gegendarstellung gemacht. Leider ist dann der Herausgeber dieser Zeitschrift verstorben, bevor wir auf ihn getroffen sind. So, dass wir diesen Kampf nicht mehr persönlich ausfechten konnten. Ja, also wir haben gewonnen, weil wir haben überlebt. Ne? Also. Offensichtlich. Offensichtlich ist unser Ansatz besser. So. Und deswegen gibt es dieses Beispiel hier im Prinzip. Ein Punkt, den hatte ich auch schon angesprochen, war, ich komme zu dem Beispiel gleich nochmal ein bisschen zurück. Das Modellieren, wenn man das richtig macht, das Programmieren vereinfacht. Oder schwer macht, je nachdem, wenn man es nicht so geschickt macht. So, das ist ein Punkt. Modellieren ist ein eigenes Teilgebiet der Softwaretechnik. Es gibt auch eine Reihe von KI-Lern, die sich damit beschäftigen. Und das gibt es in sehr vielen Bereichen der Informatik. Sehr lange war das ein zentraler Bestandteil der Linguistik, also Sprachverstehen. Und Leute, die natürliche Sprache verstehen wollten, haben gesagt, das funktioniert nur, wenn ich die Semantik, wenn ich ein bisschen rauskriege, was ist die Semantik dessen, worüber da gesprochen wird. Und wenn ich die Frage beantworten soll, ist die Tante May von Großbritannien für oder gegen den Brexit, muss ich den Newspaper-Bericht, der darüber steht, inhaltlich so ein bisschen verstehen, sonst kann ich das nicht vernünftig beantworten.
Und deswegen haben die Leute angefangen, in dem Bereich ja, Modelle von Weltwissen zu erstellen, um natürliche Sprache übersetzen zu können. Na, dieser Watson-Computer, der Jeopardy gewonnen hat, diesen Quiz-Show, ne, da hat man das Gefühl, ja, der muss doch Weltwissen haben, um das zu können. Und das müssen wir modellieren vorher und dann dem Computer irgendwie abbringen, von mir aus objektorientiert oder wie auch immer. Dafür wurden sogenannte Ontologien entwickelt. Eine Ontologie, das kommt aus der Sprachwissenschaft, ist die Semantik von Wortbedeutungen und allem Möglichen. Es gibt zum Beispiel Ontologien zum Runterladen, WordNet gibt es im Englischen, kann man runterladen. Da sind alle englischen Wörter in ihrer Semantik beschrieben und wie sie aufeinander aufbauen, zusammenhängen und all so ein Kram. Und das wird auch tatsächlich für natürlich sprachliches Sprachverständnis verwendet. Beim Übersetzen von Deutsch nach Englisch, Englisch nach Deutsch, hat man das auch lange versucht, das mit Semantik zu machen. Und da ist er nie so richtig zurande gekommen, weil das Weltwissen war einfach zu groß. Das ließ sich nicht gut beschreiben und nicht gut dem Computer beibringen. Irgendwann hat dann irgend so ein blöder Student, der keinen Bock mehr hatte, oder Doktorand, oder die, gesagt, wir machen das anders. Und hat gesagt, wir übersetzen nicht mehr wortweise, sondern wir übersetzen Drei-Wort-Phrasen. Du nimmst immer drei Wörter und überlegst, was sind mögliche Übersetzungen von diesen drei Wörtern. Das lernst du anhand von langen Texten, für die es schon Übersetzungen gibt. Da machst du immer schöne Zuordnung. Hier diese drei Wörter wurden hier dieses Mal in diese zwei Wörter oder diese vier Wörter da hinten übersetzt. Machst du in beide Richtungen und merkst dir das. Und tatsächlich hat das super gut funktioniert. Wenn ich alle drei Wortphrasen, das gibt so im Wörterbuch, na, 100.000 Wörter, mal drei, 100.000 ist 10 hoch 5, ist 10 hoch 15, ein paar Milliarden, das ist nicht viel. Ne? Also, oder Billiarden, who knows. Ne? 10 hoch 15, 10 hoch 12 ist eine Billiarde, ich weiß nicht mehr, Milliarde. Ne? Auf jeden Fall eine ganze Menge. Aber das geht gerade noch. Mit modernen Rechnern kann man das beherrschen. Und da kann man einfach sagen, ich nehme jetzt diese ersten drei deutschen Wörter da, gucke nach, wie wird das nach Englisch übersetzt. Dann kriege ich so ein Satzfragment raus und das mache ich dann immer weiter. Und auf die Weise kann ich komplett übersetzen. Funktioniert 10-mal besser als mit irgendwelchem Weltwissen. Fertig. Na? So, und das ist etwas, was in der Informatik schon an vielen Stellen passiert ist, dass man versucht hat, mit seinem Modell, naja, die Realität abzubilden. Das steht ein bisschen in der mathematisch-chemisch, in der naturwissenschaftlichen Tradition. In der Naturwissenschaft versuche ich, na, physikalische Gesetze durch mathematische Formeln zu modellieren und die benutze ich dann nachher, um Realität zu beschreiben. Und das war immer das Bohrsche Atommodell, versucht, den Aufbau von Atomen zu beschreiben, um die chemischen Gesetze daran herzuleiten. Ne, wer kann mit wem wie reagieren, wie viele Elektronen werden da ausgetauscht? Ihr erinnert euch, ne, Bohrsches Schalenmodell, diese fröhlichen Dinge. Das heißt, bisher wurden Modelle in der Naturwissenschaft immer verwendet, um möglichst realitätsnah die reale Welt zu beschreiben, naturwissenschaftliche Vorgänge zu beschreiben, um dann anschließend eben Dinge vorhersagen zu können, berechnen zu können, die in der Realität passieren. Und hat man in der Informatik gesagt, ja, unsere Modelle müssen natürlich auch Realität beschreiben. Na, und das stimmt zum Teil. Manchmal ist die Realität aber auch wirklich unangenehm und die will man gar nicht so genau abbilden. Und unabhängig davon gibt es mehr als einen Weg, Realität zu beschreiben. Ich kann meine Modelle intern unterschiedlich aufbauen und je nachdem, wie ich sie aufbaue, lassen sich anschließend bestimmte Berechnungen leicht durchführen oder schwer durchführen. Und ein ganz einfaches Beispiel, habe ich mal irgendwo eine leere Folie, wo nicht so viel drauf ist. Ah, ich hatte, da vorne hatte ich eine. Ja. Erinnert ihr euch noch an die Panama Paper? Na? Da gab es diesen riesengroßen Datenbank, DVD, Blu-ray, keine Ahnung, die geleakt worden ist mit den Unterlagen von der Rechtsanwaltskanzlei in Panama. Da waren ganz viele Briefkastenfirmen drin. Na? Und da
Da gab es dann irgendwie Firma 1 und Firma 2 und Firma 3, tausende von Briefkastenfirmen. Die gehörten auch irgendwelchen Leuten. Ne? Die hier gehörte zum Beispiel Emma. Na, keine Ahnung. Die hier gehörte Walter. Die hier gehörte Abu. Na? Und da hat man so die Namen durchsucht, die da gehörten, ob da irgendwelche prominenten Leute dabei sind, hat aber irgendwie nie welche gefunden, alles war safe. Na, dann hat man so gedacht, ja, scheiße, was machen wir denn jetzt mal? Dann hat man festgestellt, dass man ganz am Anfang zu einer Person sich auch immer die Adresse gemerkt hat. Na? Irgendwie Strawberry Fields 3 oder sowas. Na? Da wohnt London, keine Ahnung, da wohnt jetzt diese Person. Na? Und dann hat man gesagt, das war eine doofe Idee. Und ist dann hingegangen und hat gesagt, na, wir nehmen mal die Adresse, wo der Originalbesitzer dieser Briefkastenfirma wohnt und machen daraus ein eigenes Karteikärtchen. Fields 3, London. Und dann verknüpfen wir die Leute, die in unserer Datenbank vorkommen, mit der Adresse, wo die da vorkommen. Und dann gehen wir in Adressverzeichnisse, die es auch überall gibt, und gucken mal nach, wer wohnt denn da noch? Na? Und dann kommt sowas raus wie, oh guck mal, Field 3 London ist jetzt eine schlechte Idee, da wohnt der Premierminister. Oder die Premierministerin. Prime Minister. Na? Die wohnen da auch. Kann das sein, dass die Leute, die an dieser Adresse wohnen, miteinander verwandt sind? Und dass in Wirklichkeit diese Firma dem Premierminister gehört und dass er ein korrupter Mensch ist und da Schwarzgelder versteckt. Und der wesentliche Trick, wie man die Querbeziehungen in diesen Panama Papers aufgelöst hat, war zu sagen, naja, die müssen ja die ganze Kohle, die da verbunkert wird, dann die ganzen Belege an irgendeine Adresse schicken. Und da wird schon der wahre Besitzer irgendwie Zugriff haben auf diese Adresse. Und jetzt gucken wir mal, welche Leute gehören denn eigentlich zu dieser Adresse. Ja? Und dafür musste man im Großen und Ganzen nur aus dieser Adresse ein eigenständiges Ding in seinem Datenmodell machen, auf das dann alle anderen Leute verwiesen haben, um rauszukriegen, wo sind mehrere Leute, die an der gleichen Adresse wohnen. Und zwar effizient oder einfach oder schnell. Na, man kann genauso gut einfach den ganzen Datenbestand nach Field 3 durchsuchen, nach dieser Adresse. Einfach alle Personen, die man hat, durchgehen. Kann man auch. Ne? Das war nur komplizierter, hätte länger gedauert. Ne? Und dadurch, dass man sagt, wir machen daraus ein eigenständiges Objekt, war das viel, viel einfacher zu beantworten, diese Frage. Und das ist genau der Punkt, auf den ich raus will. Ne, wenn ich meine Daten geschickt organisiere, lassen sich bestimmte Rechenoperationen, bestimmte Suchen in dem Datenbestand sehr einfach durchführen. Und wenn ich es mir so richtig schwer mache, dann muss ich halt irrsinnig viele Suchschleifen, was weiß ich nicht, alle Sortierverfahren implementieren, die ich sonst gar nicht gebraucht hätte. Dann muss ich alle Personen nach ihrer Adresse sortieren oder so ein Kram. Und hier brauche ich das gar nicht. Und das ist der Punkt, um den es geht. Ne? Es geht eigentlich immer noch darum, Realität abzubilden, aber noch viel mehr geht es darum, eine Abbildung zu wählen, eine Modellierung zu wählen, die algorithmische Teile effizient macht. Das ist der ganze Trick. So. So, wie komme ich denn jetzt zu einem guten Modell? Jetzt kommen wir langsam auf die Ideen dieser Fäusung hin. Ganz am Schluss will ich ein Programm haben. Na, das ist hier nicht anders als in Algorithmen und Datenstrukturen oder in Einführung in die Programmierung. Dass irgendwie bei mir Wegesuche in der StudyWrite University macht oder in einem Graphennetz, ein Wegenetz macht. Na? Dann brauche ich Datenstrukturen, um denen ich die aktuelle Situation darstellen kann und auch ein paar Zwischenergebnisse speichern kann, die ich für meine Berechnung brauche. Und die muss ich irgendwie implementieren in meiner Programmiersprache. Das werden wir lernen. Und ich muss mir aber die eben dann anschließend auch die algorithmischen Teile, die Wegesuche möglichst einfach machen. Das ist so im Großen und Ganzen die Idee. Und wir werden uns dieser Modellierung nähern,
durch Beispielbetrachtung. Also zum Entwurf der Datenstrukturen, der Datenorganisation in unseren Programmen werden wir Beispiele betrachten. Und das liegt daran, dass wir in den letzten Jahren durch Versuche mit Studierenden festgestellt haben, dass das viel einfacher ist. Das Problem ist, ihr habt jetzt in den letzten 2 Jahren, 1,5 Jahren in den Vorlesungen im Wesentlichen gelernt zu abstrahieren. Ja, Programmieren ist ein Abstraktionsprozess. Man nimmt reale Weltdinge, schmeißt ganz viel weg, die Knicke und Biegungen von irgendeiner Straße und hat nur noch eine Entfernung zwischen zwei Punkten. Das ist ein Abstraktionsschritt, wo man sich von der realen Welt Richtung Modellbildung entfernt hat. Und darauf seid ihr eigentlich trainiert. Wie kann ich die relevanten Dinge meines Problems im Rechner auf Integer-Variablen abbilden? Na? Damit haben wir uns jetzt lange beschäftigt. Das Problem ist, dass diese abstrakten Konzepte, in denen wir nachher die Lösung bauen, für den Kunden, der das Programm nachher benutzen möchte, oder den Anwendungsexperten, der sich in dem Problembereich auskennt, den wir da lösen wollen, völlig unverständlich sind. Leute, die aus anderen Disziplinen kommen, haben andere Abstraktionen. Na? Und das merkt man immer, wenn man beim Prüfungsamt ist, beim Studienservice, und versucht, sich von denen irgendwie diese Modulprüfungsordnung erklären zu lassen. Oder man versucht, die zu lesen. Dann denkt man immer, was rauchen die für ein Zeug und warum schreiben die das so kompliziert? Na? Und das liegt einfach daran, dass in dieser juristischen Welt, aus der dieses ganze Verordnungswerk kommt, man einen anderen Sprachgebrauch hat und andere Abstraktionsbegriffe hat. Und da werden bestimmte Wörter gewählt, weil sie für einen Juristen eine ganz bestimmte Bedeutung haben, die wir leider nicht kennen. Na, das ist jetzt schade, wenn sich diese Modulprüfungsordnung ja eigentlich an Studierende richtet, die danach studieren sollen. Aber mehr ist sie dafür gemacht für die Prüfer, die, also tatsächlich verstehe ich sie auch nicht, aber für die Leute, die im Studienservice arbeiten, die diese Regeln dann anwenden auf die Menschen. Ja, und die haben eine andere Ausbildung und die sind es nicht gewohnt, mit Integer-Variablen umzugehen und den Unterschied zu einer Float-Variable zu kennen. Und Groß O von N sagt ihnen auch nichts. Na? Und dafür sagen die dann trotzdem, nee, du kommst hier nicht rein. Ne? Oder du kriegst kein Diplom. Ne? Oder du bist jetzt raus aus der Uni. Ne? Oder du musst jetzt diese komische TU-INF-Prüfung das dritte Mal schreiben. Oder in die mündliche Nachprüfung gehen. Okay. Das gibt es in anderen Bereichen. Zu Zeiten der Bilanzkrise waren diese Swap-Credit-Default-Options irgendwie ein ganz cooler Begriff. Da konnte also jeder Banker wusste sofort, was damit gemeint wurde. Richtig verstanden habe ich es eigentlich auch immer noch nicht. Ne? Im Bankwesen gibt es wieder ganz andere Dinge, die da sind. Lauter so Dinge. So, diese Problembereiche stellen sich bei uns normalerweise in natürlicher Sprache dar. Und wir haben festgestellt, dass, naja, wenn ich mit Menschen von anderen Disziplinen rede, mit einem BWLer, und wir reden über Effizienz, dann meinen wir unterschiedliche Dinge. Na, also so ein BWLer meint eigentlich so Vielfache von 1000 Euro pro Minute. Das ist bei dem Effizienz und bei mir ist es dann ja Rechengeschwindigkeit oder irgendwie was. Ne? Und das ist nicht das Gleiche. Und Produkt ist auch was anderes. Ne? Also Ware und Produkt sind übrigens ein Unterschied. Oder ein Gut ist auch was anderes. Ne? Im BWL-Sprachgebrauch sind das drei sehr unterschiedliche Dinge, die ganz was anderes bezeichnen. Und wenn man das jetzt als Laie völlig falsch verbraucht, verwirrt man diese Menschen völlig. Und deswegen ist es so, dass sprachliche Beschreibungen von Regeln, wie etwas abzulaufen hat, Gesetzestexte, Spielregeln von Spielen, sehr schwer zu verstehen sind. Und was wir dann gemerkt haben, ist, das wird alles immer viel leichter, wenn man mit den Leuten über konkrete Beispiele spricht. Dann sagt man mal, Swap Credit Default Option, kannst du mir so ein Ding mal zeigen? Was war die letzte, mit der du zu tun hattest? Was hast du damit gemacht?
Dann ruht er so einen Zettel raus, da steht hier habe ich da gekauft, dahin verkauft. Dann sage ich, was ist das und warum, wie ändert das seinen Wert, was sind die Gesetze dahinter? Und nachher kommt raus, das ist nur eine große Luftblase. Ne? Da gibt es eben ganz, ganz viele Dinge. Und hier zum Beispiel Bilanzierungsregeln. Nach amerikanischem Recht können Erstellungskosten für Software als passiver balanciert werden. Weiß jetzt jeder, was das bedeutet. Das Beispiel ist, jetzt gibt es diese Firma Simplesoft in Palo Alto. Die hat 2014 oder 17, keine Ahnung, 16, mit Bob und Alice 24 Personenmonate an dem Programm Desert Work gearbeitet. Das Programm funktioniert nicht, die Bohne ist totaler Rubbish, kann man überhaupt nichts mit anfangen, ist einfach nur buggy, startet nicht mal richtig, ist völlig kaputt. Das ist nichts wert. Dann sagen die Manager von Simplesoft, halt, die haben daran gearbeitet und jeder von denen verdient 10.000 Dollar pro Monat, macht, nee, 5.000 offensichtlich, macht bei 24 Personenmonaten 120.000 Dollar, die wir jetzt in dieses Programm investiert haben. Und solange uns jetzt keiner das Gegenteil bewährt hat, beweist, ist diese Software 120.000 Dollar wert. Und da sagen die einfach nur, wir nehmen jetzt das Ding, tun das in eine goldene Schatulle, stellen das in unseren Tresor und schreiben 120.000 Dollar da drauf. Und sagen, unsere Firma hat Vermögen geschaffen. Na? Passiver sind Dinge, die ich in meinem Tresor habe oder in meinem Lager, die ich noch abverkaufen kann. Oder aktiver? Keine Ahnung. Aktiver sind Forderungen, die ich an anderen habe. Kohle, die ich noch nicht gekriegt habe, wo ich die Ware schon ausgeliefert habe. Na? So, das heißt, jetzt habe ich in meinem Tresor etwas unglaublich Wertvolles, was nicht die Bohne funktioniert. Und dann gehe ich zur Börse und sage, guck mal, unsere Firma hat Werte im Wert von unglaublich vielen Millionen im Tresor, gebt mir bitte Geld für meine Aktien. Na, und geschaffen habe ich eigentlich nichts, das funktioniert. Das ist ein klassischer amerikanischer Bilanztrick. Das ging in Europa lange Zeit nicht so, die haben das geändert. Wir machen das jetzt auch so. Na? Weswegen prinzipiell man inzwischen den Wert eines Unternehmens nicht mehr an der Bilanz ermessen kann, sondern man guckt mehr auf die Umsätze, die die machen. Na? Umsatz bedeutet, ich habe was verkauft. Ne? Das heißt, wenn ich eine Firma habe und ich mache zu wenig Umsatz, mache ich aus meiner Firma zwei Firmen, nehme irgendein Ding, zum Beispiel die Simplesoft-Software, und verkaufe die von der Firma A an die Firma B. Und anschließend von der Firma B an die Firma A. Und dann von A an B. Jedes Mal erhöht sich mein Umsatz um 120.000 Dollar. Na, wenn ich das einmal am Tag mache, mal 200 Arbeitstage, habe ich Millionen an Umsatz generiert. Na? BWLer haben eigene Gesetze. So. Sehr schön ist auch Gesetzestexte, Paragraph 5. Presse, Kunst und Wissenschaft sind frei, Zensur findet nicht statt. Ziemlich genau heißt dieser Paragraph so. Und an der Pressefreiheit will ja hier wohl keiner antatschen. Na? Und daraus leiten sich Privilegien für Professoren ab, das hält man nicht für möglich. Also ich genieße Grundgesetzschutz. Das liegt daran, dass die Nazis die Wissenschaft für ihre komische Rassenideologie verdreht haben. Und den Biologen erklärt haben, ihr müsst jetzt bitte erforschen, warum manche Rassen besser sind als andere. Na, und dann wurden vom Staat her Wissenschaftlern Ergebnisse vorgeschrieben, was sie zu erforschen, nicht nur die Themen, sondern auch, was die Ergebnisse waren. Daraufhin hat man im Grundgesetz gesagt, das machen wir schön nicht mehr. Und daraus folgern sich jetzt eben zwei Dinge. Erstens, ich darf einem Wissenschaftler nicht mehr vorschreiben, was er zu forschen hat, also welches Gebiet ich bearbeiten muss. Und zweitens schon gar nicht, was dabei rauskommen soll. Ne? Ist ja auch irgendwie klar. Und da hat man das so gesagt, ach komm, das ist ungefähr das gleiche wie Presse und Kunst, hat das in diesen Paragraph 5 mit reingedonnert. Und das hat jetzt eben den Effekt, dass ich als Wissenschaftler meinen Arbeitsort frei wählen darf. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich kann das nur auf Malle erforschen, dann steht es dir, Staat, nicht zu, daran Kritik zu üben, weil du willst ja nur, dass ich nicht rauskriege, wie schlecht du arbeitest. Du willst mich ja zensieren, wenn du mich nicht nach Malle fahren lässt. Das heißt, ich kann meine komplette Arbeitszeit auf Malle verbringen. Na, und kann keiner was sagen. Ich habe lediglich 8 Stunden Lehrverpflichtung pro Woche.
während des Semesters. Da muss ich vor Ort sein. Oder ich sage den Studenten, sie müssen auch nach Malle kommen. Na? So, welche Lehrveranstaltung ich halten soll, das darf gefälligst ich. Also was ich glaube, was der wissenschaftliche Inhalt meines Faches ist, das meine Studierenden wissen sollen, entscheide ich und nur ich. Na, und wenn ich finde, dass das Liebesleben der roten Riesenameise für euch eben zentral wichtig ist, dann unterrichte ich das und da kann keiner was gegen sagen. Ne? Auch nicht der Zipf, der Studiendekan. Ne? Weil sonst ist es Zensur und das machst du nur, weil dir meine wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht gefallen, weil du ein Klimaleugner bist und keine und weiter Dieselautos verkaufen möchtest. Ne? Das ist die Konsequenz, die daraus hat und für mich bedeutet das spektakuläre Privilegien. Ist großartig. Ne? So, die sind immer ganz nett zu mir und sagen, Albert, meinst du nicht, du könntest die Vorlesung halten? Wäre echt cool. So. Es ist manchmal schwierig, wenn man solche Regeln aufstellt in natürlicher Sprache, die Konsequenzen, die das alles so hat, dass Albert dann nur noch auf Malle rumhängt, abzusehen. Na? Und tatsächlich ist es noch schwieriger, das zu jemandem zu erklären, der das jetzt erstmal nicht studiert hat, die Begrifflichkeit nicht wirklich kennt. Ja, also Zensur findet nicht statt. Was bedeutet das in letzter Konsequenz? Wenn alle Professoren das wüssten, gäbe es keine Vorlesungen mehr. Na, also prinzipiell ist es jetzt eben so, dass der ganze Betrieb jetzt hier darauf funktioniert, dass das keiner eben missbraucht in dem Sinne. So, dass es eben aber solche Auswirkungen haben könnte, das sind eben so Dinge, die merkt man in der realen Welt dadurch, dass ja, es gibt Gerichtsverfahren. Ja, also wir bräuchten die ganzen Gerichte nicht, wenn alle Beispiele der Anwendung, die es da so gibt, schon klar vorhergesehen sind und klar einzuordnen wäre. Und das Problem mit Gerichtstexten, mit juristischen Texten ist eben grundsätzlich, dass da Regeln aufgestellt werden in einer möglichst abstrakten Sprache, um die Menge aller möglichen Beispiele, die es gibt, exakt trennscharf zu sagen, das sind die Fälle, die wir nicht wollen, das sind die Fälle, die wir haben wollen. Und manchmal geht das durcheinander. Ja, dann passieren Dinge, die sind in dem erlaubten Bereich, die hätte man eigentlich nicht so gern gehabt. Und das sind Dinge, die sind eigentlich völlig okay, liegen jetzt aber aus irgendeinem Grund in dem verbotenen Bereich und müssen jetzt sanktioniert werden, was eigentlich keiner will. Na, und das sind so diese Beispiele. So, um solche Regeln aufzustellen, darum geht es letztendlich, das ist das Gleiche wie Programmieren in einem anderen Formalismus. Muss man sich jetzt dann doch, oder glauben wir, oder schlage ich vor, guckt man sich Beispiele an und versucht anschließend diese Menge der Beispiele, wenn man da die wichtigsten hat, da sozusagen, okay, wie muss ich jetzt meine Regeln hinlegen, um die schlechten wegzukriegen und die richtigen Verhalten, Abläufe hinzubekommen. Das ist so grob die Idee, wie wir uns dem nähern. Und das Schöne an Beispielen ist, das funktioniert über Disziplinengrenzen hinweg. Man kann auch mit Juristen reden, wenn man ein konkretes Beispiel hat. Ja, wenn man genau gesagt hat, mein Vermieter hat mir das jetzt hier geschickt, dann kann einem Juristen erklären, musst du nicht bezahlen. Ja, dann sagt er noch viele Paragraphen dazu, weswegen das so ist, aber gerade nicht mehr so wichtig. Ja, die wichtige Auswirkung, das kann der einem dann erklären. Das funktioniert. Wenn er einem allgemein erklären möchte, ne, wenn da diese Formulierung so und so gewesen wäre oder dann hättest du es doch bezahlen müssen, das ist zu kompliziert. Ne, und einem das so zu erklären, dass du selber die Regeln hättest hinschreiben können, das kannst du komplett klicken. Ne, also wenn jetzt die Politik gesagt hätte, wir hätten jetzt gerne die Mietregeln so und so, damit das so und so fair ist und damit und dann sollt ihr bitteschön die Gesetzestexte dazu schreiben. Ne, das wird echt schwer. Programmieren ist ungefähr das gleiche wie Gesetzestexte schreiben. Ihr müsst dem Computer sagen, wie soll ich mich in den und den und den Situationen verhalten, damit immer das Richtige passiert. So, die Idee ist, wir kommunizieren mit anderen über Beispiele und versuchen anschließend Regelwerke zu finden, die schlechte und gute Beispiele trennscharf voneinander auseinandersortieren. So, dafür werden wir jetzt eine Übung machen, glaube ich. Als erste Hausaufgabe auch. Worum es darum geht, ist, abstrakte Begriffe und konkrete Begriffe mal einander gegenüberzustellen
um das ein bisschen auseinanderzuziehen. Ne? Also ein abstrakter Begriff ist zum Beispiel sowas wie Professor, ein konkreter Professor bin ich, Albert Zündorf. Ein Beispiel für den Begriff Student wäre bei uns jetzt Kali, ne, oder jeder, der von euch ist. Ein Beispiel für Programmieren oder für ein Programm wäre zum Beispiel System Out Println Hello World. Ja, das Beispiel, das jeder kennt. Na? So, und jetzt machen wir mal weiter. Wir fangen hier in der zweiten Reihe, da rechts außen an. Und dann gehen wir hier so links rum und du sagst mir ein schönes Beispiel für ein Auto. Ford Mustang. Okay. So, das ist ein mögliches Beispiel. Wie viele davon gibt es? Dann ist es kein gutes Beispiel. Na, also wir suchen jetzt nach was Konkretem, was es nur einmal gibt. Na, Ford Mustang ist eigentlich eine Marke und ist in dem Sinne immer noch ein relativ abstraktes Begriff. Was wir suchen, ist ein konkreter Ford Mustang. Na, und zwar Fahrgestellnummer 42, 42, 42. Das ist jetzt ein konkreter Ford Mustang. Na? Und wenn ich es noch ein bisschen genauer haben möchte, würde ich noch sagen, ich interessiere mich für diesen Ford Mustang, als er genau 3 Jahre alt war und vor meiner Uni geparkt hat oder vor meiner Haustür. Na, weil unter Umständen ist das noch mal interessant, um den zu beschreiben. Wie viel war der da wert? Wie viel Benzin war im Tank? Wie viel Kilometer waren auf dem Zähler? Na? Alles unter Umständen Eigenschaften, die ich für irgendwas brauche. Na, was weiß ich, ein Elektroauto, ich will Routing machen, komme ich noch bis zur Tankstelle, bis zum nächsten Stromzähler. Wie schnell darf ich da maximal fahren? Dafür muss ich jetzt wissen, wo ist dieses spezielle Auto, wie alt ist die Batterie, wie ist der Ladezustand, dann kann ich das machen. Na? Und diese Detailangaben, die sind manchmal wichtig. Na, und darum geht es im Prinzip im Großen und Ganzen. Okay, Beispiel für ein Haus. Hey, ja, Billiallee 73 in Kassel. Na? So, na, man merkt das schon so ein bisschen. Also, wir haben alle eine relativ abstrakte Begriffswelt im Kopf und tatsächlich ist es Teil der Informatik, immer Abstraktionen zu lernen. Und was wir jetzt machen wollen, ist in diesem Semester so ein bisschen erstmal eine Rolle rückwärts. Wie komme ich denn zu einem konkreten Gegenstand? Konkrete Dinge sind welche, von denen gibt es nur einen. Und die haben einen Vornamen. Na? Fred, mein Ford Mustang. Oder mein Papa Mobil, mein Ford Mustang. Oder solche Dinge mehr. Ne? Das sind ganz konkret benennbare Individuen, die ich da habe. Und um die mache ich mir Gedanken. Und oft noch sogar um Zustandsattribute. Das heißt, wie alt, an welchem Ort, zu welcher Uhrzeit, in welchem Raum, mit wie viel Sprit im Tank und solche Dinge mehr. Wie viele Leute im Raum sind jetzt eben für... Oder wie viele Sitzplätze hat das Ding nach der Renovierung, von die nächstes Jahr oder irgendwann stattfindet? Das sind alles Dinge, die ich wissen muss, wenn ich Vorlesungsplan mache. Und wie viele Teilnehmer hat die Vorlesung, kann ich die da reinlegen in diesen Raum? Na? Und das wird immer klarer, wenn man anhand von konkreten Beispielen mit den Leuten spricht. Irgendwie hat sich das Beispiel schon ein bisschen abgelutscht, aber wir haben mal für... Onkel Brabitz unten, der macht Autoelektronik, elektrische Systeme im Auto. Und da sollten wir Wegesuche machen für Kabel, damit der Kabelbaum möglichst billig wird. Na? Und da haben die gesagt, ja, aber da müssen wir ein paar Randbedingungen betrachten, zum Beispiel die Feuchtigkeit in verschiedenen Bauräumen. Ne, weil wenn die Feuchtigkeit zu hoch ist, dann muss man geschütztere Kabel nennen und Stecker, die eben auch nochmal irgendwie besonders geschützt sind, damit das ganze System funktioniert. Das kostet mehr und das müssen wir suchen, einen möglichst billigen Kabelbaum. Deswegen müsstet ihr das wissen, dass ihr feuchte
Bauräume möglichst vermeiden soll. Da haben wir gesagt, ja, modellieren wir, Karteikärtchen für Bauraum angelegt, also draufgeschrieben, Feuchtigkeit, Größe, XYZ, wo im Auto, bla bla, wie viel Platz für Kabel, Feuchtigkeit. Ja. Int, Double, was nimmt man denn für Feuchtigkeit? Hilfe. Haben wir die E-Techniker gefragt, ja, so relative Luftfeuchtigkeit könnte es sein, so, was gibt es denn eigentlich für Werte für Feuchtigkeit? Dann haben die gesagt, ja, entweder ist es trocken oder es kommt Regenwasser hin, ne? Dann ist es nass. Fertig. Ne, es gibt Spritzwasserbereiche und Trockenbereiche und fertig. Das haben die uns vorher nie gesagt, die haben immer nur von Feuchtigkeit gesprochen. Ne? Und wir haben uns da echt einen Kopf gemacht. Wie zur Hölle gehe ich damit um? Was für Rechengesetze gelten? Muss ich mein Chemiebuch rauskramen? Irgendein Kram. Und tatsächlich war es einfach nur ein Butcher Wert. Ja, und das hätten wir nie rausgekriegt, wenn wir nicht nach einem Beispiel gefragt hätten. Und das gibt es in super vielen Bereichen. Und deswegen lernen wir jetzt in der ersten Übung, Hausaufgabe, wie man nach Beispielen fragt. Das ist der entscheidende Punkt. Okay, danach kommt alles, wenn man die konkreten Beispiele richtig hat. Alles, was danach kommt, ist total einfach. Haha. Ne? Ah, schaffen wir das noch? Wir haben noch Viertel. Nein, jetzt haben wir es rum. Ja, prima, haben wir nicht mehr. Machen wir das nächste Woche. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und alle treffen sich wieder am Freitag, ne? Halt, halt, halt. Ich muss noch die Aufnahme beenden.